Wie schön, wir dürfen dieses Spiel für Sie kommentieren. Unsere Namen sind Frank Buschmann und Manni Breuken. Keiner der beiden konnte bisher so wirklich überzeugen in der Liga und natürlich steigt die Nervosität. Wer heute aber die Möglichkeit. Und Achtung, genau hingeschaut. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Sauber gespielt und er war sofort zur Stelle und konnte die Gefahr dadurch abwenden. Bretschko. So sieht ein Pass aus. Jetzt schießt er und... Das hast du auch gesehen. Ein großes Tor. Ja, zum einen, wie er den macht, aber zum anderen, Manni, diese Vorarbeit zum Genießen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Ich dachte, der geht an die Latte. Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. Eichner. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Jawohl, er hat erklären können. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Das ist ganz gefährlich. Achtung! Ein sehr schöner Pass. Links ist alles offen. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Da gehört schon eine Menge Mut dazu, sich in diesen Ball hineinzuwerfen. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Die Chance. Und Achtung, der könnte passen. Ausgleich. Und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Volley reingesemmelt. Unfassbar. Hoch die Tasten. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Da ist ein schöner Konter drin. Beide Rangelei um den Ball. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Sind die Kölner dran, Ballbesitz für den FC. Und der kommt genau an. Ja, damit hat er kein Problem. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Das Bällchen ist noch heiß. Unterbunden. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Der hat nicht lange gedauert, der Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Kurz vor dem Spielende nochmal die Freistoßmöglichkeit. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Unentschieden steht es nach den 90 regulären Minuten.